Meine Güte. Wo genau muss ich jetzt hin? Kurz mal Karte gucken. Zum Flugabwehrturm, andere Seite und dann rechts. Okay, da lang. Sieht aus wie so ein proteanisches irgendwas. Relikt, was auch immer. Die ist putzig. Hey, ich sehe schon. Nee, hä? Ach da! Hab ich gesehen. Ach, Garrus hat es auch schon wieder erwischt. Der Moment Einigkeit. Medigel. Overkill. Draufhalten. Warum belebe ich dich eigentlich wieder, wenn du sofort wieder drauf gehst? Jedes Mal dieselbe Kacke mit dem, weißt du das? Was zur Hölle? Nee, ich möchte es nicht wissen. Nein, nein. Garrus, regeneriere mal schneller. Ich habe nicht ewig Zeit. Meine Güte. Jedes Mal belebe ich den wieder und kratzt er trotzdem wieder ab, ey. Hä? Mich jetzt hier gelandet. Da lang, okay. Da ist eine Kiste. Avenger und Striker. Striker. Kein Mediger erhalten, so eine Scheiße auch. Hey, was ist denn hier Verstärkung. Los? Verstärkung. Wir beeilen uns lieber. Vorsicht, Lieutenant. Wir haben soeben ein Schiff entdeckt, das zu Ihnen unterwegs ist. Es ist schon hier. Die gesamte Detonationsstelle wimmelt von Geld. Können Sie sie zurückhalten? Es sind zu viele. Ich glaube nicht, dass wir durchhalten, bis sie hier sind. Ich aktiviere die Bombe! Was machen Sie denn da, Alenko? Ich stelle nur sicher, dass diese Bombe hochgeht. Unter allen Umständen. Erledigt, Commander. Holen Sie Williams und verschwinden Sie dann schleunigst. Vergessen Sie's. Wir können auf uns selbst aufpassen. Gehen Sie zurück und holen Sie Alenko. Williams, funken Sie Joker an und sagen Sie ihm, er soll uns am Flakturm treffen. Ja, Commander. Ich... Es ist die richtige Entscheidung. Und Sie wissen das, Ash. Tut mir leid, Kaidan. Ich musste mich entscheiden. Ich verstehe, Commander. Ich bedauere nichts. Moment, wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Da lang. Immer erst Waffe ziehen, bevor irgendwie auf dumme Ideen kommt. Mal auf! Da ist eine Erste-Hilfe-Station. Kriegen wir unser Minigeld wieder? Hm, brauchen wir nicht. Plus zwei. Hm, bringt nichts. So ein Stress, ey. Sie müssen sich beeilen, Commander. Wir können Sie nicht länger zurückhalten. Achten Sie auf die Ecke. Sperrfeuer. Einmal mir die gilt für alle, aber eigentlich nur für mich. Kurz mal eben hier den da. Das da. Ach, Ashley! Ey, ey, jetzt geht's ja mal los. Ja, guck nicht so grimmig, ich mach die trotzdem fertig. Das war eine eindrucksvolle Ablenkung, Shepard. Meine Diät waren hundertprozentig überzeugt, dass die Salarianer die wahre Bedrohung waren.
Ja. Aber natürlich war alles umsonst. Ich kann nicht zulassen, dass sie zerstören, was ich hier erreicht habe. Sie können ja gar nicht verstehen, was wirklich auf dem Spiel steht. Ja, dann würde ich sagen, du erklärst es mir mal. Warum tun sie das? Ach, Alter. Sie haben die Visionen durch die Sender gesehen, Shepard. Sie ganz besonders sollten verstehen, wozu die Reaper fähig sind. Man kann sie nicht aufhalten. Verzetteln sie sich nicht mit sinnlosen Revolten. Opfern sie nicht alles für ein bisschen Freiheit. Die Proteaner versuchten zu kämpfen und wurden ausgelöscht. Das stimmt. Millionen Tote. Und wenn sie sich den Eindringlingen gebeugt hätten, würden die Proteaner dann noch existieren? Nein. Ist Unterwerfung nicht besser als Auslöschung? Auch nicht. Glauben Sie wirklich, die Reaper werden uns leben lassen? Jetzt verstehen Sie sicher, warum ich das dem Rat verschwiegen habe. Wir organischen Lebewesen werden von Emotionen statt von Logik vorangetrieben. Wir kämpfen selbst dann noch, wenn wir wissen, dass wir nicht gewinnen können. Aber wenn wir mit den Reapern zusammenarbeiten, wenn wir uns nützlich machen, wie viele Leben könnten dann gerettet werden? Nicht genug, würde ich mal behaupten. Als ich das verstanden habe, schloss ich mich Sovereign an, obwohl mir die Gefahr bewusst war. Ich hatte gehofft, diese Einrichtung würde mich schützen. Sie haben Angst, dass Sovereign sie beeinflusst. Sie haben Angst, dass er ihre Gedanken kontrolliert. Ich habe die Effekte der Indoktrination studiert. Je mehr Kontrolle Sovereign ausübt, desto weniger eigenbestimmt wird das Subjekt. Das ist meine Rettung. Sovereign braucht mich, um die Röhre zu finden. Mein Verstand gehört mir. Noch. Aber die Transformation vom Verbündeten zum Diener geschieht schleichend. Ich werde nicht zulassen, dass es mir passiert. Na, erzähl mal, was von geht. Folgen die geht, Sovereign. Die geht. Sie halten Sovereign für eine Art Gott. Die Spitze ihrer eigenen Evolution. Aber die Reaktion ihrer Gottheit ist ziemlich eindeutig. Sie fühlt sich beleidigt. Sovereign will die erbärmlichen Verehrungen, der geht gar nicht. Sie sind nur Instrumente und kein noch so großer Glauben wird das ändern. Aber als Instrumente sind sie nützlich. Sie werden die anstehende Invasion überleben. Wenn organisches Leben überleben kann, müssen auch wir beweisen, dass wir nützlich sind. Wir müssen mit den Reapern zusammenarbeiten. Sagen Sie mir, warum Sovereign die Röhre braucht. Erklären Sie mir, was das ist. Vielleicht finden wir einen Weg, sie aufzuhalten. Die Röhre ist der Schlüssel zu ihrer Vernichtung und meiner Erlösung. Sovereign braucht meine Hilfe, um sie zu finden. Das ist der einzige Grund, warum ich nicht indoktriniert wurde. Interessant, Feigling. Ich bin nicht wie Sie. Ich sterbe lieber im Kampf, als Sklave zu leben. Ich mache das nicht für mich. Erkennen Sie es denn nicht? Sovereign wird Erfolg haben. Es ist unausweichlich. Mein Weg ist der einzige Weg, wie wir überleben können. Ich schmiede eine Allianz zwischen uns und den Reapern, zwischen organischem Leben und Maschinen. Und auf diese Weise rette ich mehr Leben, als je existiert haben. Ja, klar. Aber sie würden mein Werk rückgängig machen. Sie würden unsere gesamte Zivilisation zum Untergang verdammen. Und dafür müssen sie sterben. Garrus? Das hat ja wohl irgendwie geklappt. Ja, und das halt auch wieder nicht, wa? Der und sein komisches Ding da. Das ist schon... Ja, ist in Ordnung jetzt. Mach hier nicht mal so einen Radau. Ich höre mich ja schon selber gar nicht mehr reden, aber naja, man kann es auch übertreiben mit seiner, ja, ich mache ja alles, ne? Guter Schuss, also.
Ja, er kämpft einen aussichtslosen Kampf, aber irgendwie. Ich muss mich irgendwie. Wow! Ja, tut mir leid, aber ich musste mich entscheiden und. Naja. Wir haben Kaidan verloren. Das ist eine Katastrophe. Warum konnten wir ihn nicht retten? Alenko kannte die Risiken. Er hat sein Leben für unseres geopfert. Sie hätten mich nehmen sollen, Commander. Das wissen Sie. Sie trifft keine Schuld, Williams. Ich musste eine Wahl treffen und ich habe mich für Sie entschieden. Es tut mir leid, Commander. Sie haben mein Leben gerettet. Ich bin Ihnen dankbar dafür. Aber Sie hätten mich nehmen sollen. Alenko war ein herausragender Officer. Es wäre mir eine Ehre gewesen, mich zu opfern. Boah, Mädel. Es war nicht Ihre Schuld und es war nicht meine Schuld. Dafür ist ganz allein Saren verantwortlich. Jawohl, Sir. Wir werden ihn aufhalten. Commander, entschuldigen Sie die Störung, aber ich möchte etwas vorschlagen. Ich denke, dass der Sender, den Sie in Sarens Basis gefunden haben, dem Sender von Eden Prime ähnlich ist. Vielleicht haben Sie noch mehr Teile Ihrer Vision empfangen. Ich könnte Ihnen helfen, all diese Teile zusammenzusetzen. Du willst doch nur Sex mit mir. Dann wollen Sie wieder unser beider Bewusstsein verbinden? Na gut, nur zu. Jetzt kommt hier im Ewigkeitsgequatsche an. Entspannen Sie sich, Commander. Umarmen Sie die Ewigkeit. Ich erwartet, dass die Bilder so real sein würden, so intensiv. Ich brauche etwas Zeit, um mich zu sammeln. Ja, die kannst du kriegen. Konnten Sie etwas aus den Visionen herauslesen? Es ist ein Notruf. Eine Warnung, die durch das ganze Proteanische Reich gesendet wurde. Eine Warnung vor den Reapern. Aber sie kam zu spät. Was ist mit der Röhre? Es gab noch andere Bilder. Orte. Orte, die ich von meiner Forschung her kenne. Eilos. Die Röhre ist auf Eilos. Deswegen musste Saren das Mu-Portal finden. Das ist der einzige Weg, um nach Eilos zu gelangen. Was ist denn los? Hm? Oh. Oh, bist du müde? Ja. Wo ist Mutter? Hol Mutter. Nicht? Okay. Verzeihung, mein Hund ist ein wenig... Warum genau. Haben Sie uns vorher nichts über Eilos erzählt? Das Mu-Portal verbindet Dutzende Systeme und hunderte Welten miteinander. Wie hätte ich wissen können, dass Eilos der gesuchte Planet ist? Vor der Dechiffrierung waren die Bilder in ihren Visionen sehr undeutlich. Ich habe erst jetzt die Landschaftsmerkmale von Eilos erkennen können. Ja gut, dann los, wa? Wir müssen nach Eilos. Keine Chance. Das Mu-Portal befindet sich mitten im Terminus-System. Allianzschiffe sind dort nicht willkommen. Speck das allerdings auch nicht. Tja, dann werden wir uns halt vorsehen müssen. Die Röhre ist auf Eilos. Dorthin ist Saren unterwegs. Und dort werde ich bereits auf ihn warten. Sarens ganze Flotte wird im Orbit von Eilos warten. Ohne Verstärkung kommen sie niemals auf die Oberfläche. Sie müssen den Rat benachrichtigen. Wir brauchen eine Flotte, um... Oh, tut mir leid. Diese Verbindung ist sehr anstrengend. Ich sollte mich auf die Krankenstation begeben und mich etwas hinlegen. Ja, das hatten wir schon. Das haben wir sind hier fertig. Zu. Wegtreten. Commander, in diesem Sektor gibt es eine Kombarke. Ich kann uns da einloggen, wenn Sie einen Bericht an den Zitadellrat senden wollen. Wir könnten Sie vor der Sovereign warnen. Ja, machen wir am besten mal, ne? Loggen Sie uns ein, Joker. Sie müssen es erfahren. Übermittlung gestartet. Commander Shepard, es freut mich sehr, dass Ihre Mission auf Würmeier ein Erfolg war. Saren ist schon ohne die Unterstützung einer Armee Kroganer ein harter Gegner. Die Kroganer hätten sich in den Dienst der Sovereign gestellt. Sie gehört zu den Reapern. Ja, wir haben davon in Ihrem Bericht gelesen. Die Sovereign. Eine bewusstseinsfähige Maschine. Eine echte künstliche Intelligenz. Das sind beunruhigende Nachrichten, falls sie korrekt sein sollten. Warum sollten sie es nicht sein?
Die Sovereign ist ein Reaper. Saren hat es zugegeben. Er spielt mit Ihnen, Shepard. Saren hat immer noch Kontakt zur Zitadelle. Vielleicht hat er Ihre früheren Berichte gesehen, in denen Sie von den Visionen berichtet haben. Und von den Reaper. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Saren falsche Informationen nutzt, um sie aus der Fassung zu bringen. Unser Geheimdienst hat keinerlei Informationen gefunden, die diese These belegen. Hoppla, wir haben wohl das Signal verloren, Joker. Verstanden, Commander. Die gehen mir auf den Sack. Echt mal. So, ich werde jetzt hier mal speichern. In der nächsten Session reden wir dann mit Liara, machen diese Citadel-Mission, dann gucken wir mal. Ne? Ja, so, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Mass Effect mit mir, dem Crazy Eddie, auf Steel Gaming. Bis dahin, tschüss.